Es geht heute um ein Moodboard mit Photoshop. Ein Moodboard ist ja so eine Sammlung von Ideen. Man kann sich da seinem Projekt annähern. Man muss ja bei jedem Projekt erstmal irgendwie anfangen. Und das Moodboard hilft, erstmal so ein bisschen in die richtige Stimmung zu kommen, sich farbig zu orientieren, mit Strukturen, mit Schriften, entsprechende Bilder zusammenzustellen und eben schon mal so eine Stimmung aufzubauen für sein zukünftiges Projekt. Dazu muss man natürlich auch zum Thema Konzeption eigentlich was sagen. Ich habe hier mal ein PDF schon mal offen. Konzeption, und zwar ein Moodboard. Erstmal ist es hier erklärt so ein bisschen, was ein Moodboard ist. Hier sieht man, was zu einem Konzept erstmal so dazugehört. Die Reihenfolge müsste andersrum sein. Also eigentlich die Bilder ist das allererste, das A und O, ne? Ist klar. Bildersammlung. Dann die Farben, die ergeben sich ja auch häufig aus den Bildern. Hintergrundtexturen, Grafiken und Schriften. Eigentlich das Hauptfeld liegt auf den Bildern, Farben und Schriften. Und Grafiken und Hintergrundtexturen dann bei Bedarf halt so. Ne? Das sind so die wichtigsten Elemente von Projekten. Konzeption ist ja eigentlich immer wieder ähnlich, eigentlich immer wieder das Gleiche letzten Endes, wenn man so will. In diesem PDF ist das so ein bisschen zusammengetragen, was alles zu einer Konzeption dazugehört. Natürlich muss man dann sein Material irgendwie sammeln, eine Ordnerstruktur anlegen, in seinem Dokument natürlich eine gewisse Struktur anlegen, Absatzformate, Farbfelder einrichten. Hier ist nochmal die Ordnerstruktur, die es haben kann, ne, so ein Projekt, wo man erstmal so Bilder sammelt, hier in dem IMG-Image-Ordner sind die Bilder drin. Brushes kann man sammeln, Farben, Muster, Texturen und natürlich alle möglichen Dateien, die irgendwie dazugehören, um so ein Konzept zu machen. So, in die Bibliotheken kann ich solche Sachen legen. Also wir haben ja diese CC-Bibliotheken. Wenn wir hier auf dieses Symbol klicken, kommen wir zur Kreativcloud und können uns auch hier eigene neue Bibliotheken anlegen unter Dateien. Haben wir hier so die Rubrik Ihre Bibliotheken. Muss man ein bisschen suchen, aber es geht. Also Dateien, Ihre Bibliotheken, und hier kann man sich eigene Bibliotheken anlegen. Wie man die anlegt, wie man sie sortiert, das zeige ich in einem anderen Tutorial, das wäre jetzt hier ein bisschen knapp. Also ich habe jetzt hier eine Bibliothek mit Bildern, Mustern, Brushes. Allerdings zu den Brushes muss man sagen, dass man die nicht als ABR-Dateien austauschen kann über die Cloud-Bibliotheken, sondern wirklich nur als Bilder. Da muss man es natürlich vorbereiten. Das geht nur wohl noch nicht. Kommt vielleicht noch Farben. Da kann man Gruppen in die Bibliotheken legen. Natürlich über die Adobe Color Farbcooler kann man sich Gruppen erstellen, dann auch in die Bibliothek legen. Das PDF habe ich ja auch mit reingelegt. Ja, es gibt ja einen Link zu der Bibliothek, wo man an die Elemente rankommt. Soweit, so gut. Jetzt will ich es aber mit Photoshop mal machen. Das heißt, ich fange mal an mit einem neuen Dokument. Also ich werde die Bibliothek benutzen. Ich habe hier das Bedienfeld, Fenster, CC, Bibliotheken offen. Und hier komme ich auch an mein Moodboard-Interieur ran, an die Bibliothek, die wir gerade gesehen haben. Und kann dann hier die Bilder einfach reinziehen. Ich habe teilweise Stockbilder, teilweise von Unsplash-Bilder in die Bibliothek einfach so reingezogen. Ja? Also ich kann die öffnen hier und dann die Bilder hier einfach so rüberziehen über den Desktop. So, das ist eigentlich relativ einfach. Oder wenn ich bei Adobe Stock bin, dann kann ich natürlich auch da sagen, zur Bibliothek hinzufügen. Wir haben ja hier in Photoshop, hier am Anfang unter Datei haben wir das Adobe Stock durchsuchen. Und dann kann ich ja reingehen zu Adobe Stock. Und dort, wir haben hier die Möglichkeit, Adobe Stock zu durchsuchen. Wenn ich jetzt sage Interior Green, also man muss passende Suchbegriffe irgendwie damit auch ein bisschen rumspielen. Viele Suchbegriffe ausprobieren und dann kann ich hier sagen in Bibliothek speichern. Ich klick mal drauf. Ist jetzt in die Bibliothek. Ich kann hier auch in welche Bibliothek kann ich hier aussuchen. Das muss man hier ein bisschen hier oben aussuchen. Nicht, dass es in irgendeiner Bibliothek landet, sondern ich will es natürlich in dieser Bibliothek haben. Und da habe ich das jetzt reingelegt. Und wenn ich das hier rüber reinlege, dann habe ich es ebenfalls hier zur Verfügung. Ich gehe mal hier hin. Er rödelt. Da ist es, ne? Wahrscheinlich. Also er lädt es runter und muss es dann hier reinpacken. Dauert einen kleinen Moment. Da ist es. Und dann kann ich es mir natürlich hier noch verschieben. Ich habe es jetzt in einer falschen Gruppe. Ich kann es auch in eine andere Gruppe ziehen. Rechte Maustaste.
Verschieben in Bilder. Und dann verschiebe ich und habe es jetzt hier drinne. Also mit der rechten Maustaste kann ich auch hier meine Bibliotheken sortieren mit Untergruppen. Die Untergruppen habe ich mir erstellt. Mit der rechten Maustaste kann ich mir also hier auch Untergruppen erstellen. Da muss man ein bisschen gucken, dass man seine Projektdateien eben dann hier in der Bibliothek auch immer schön sortiert mit Gruppen. Sonst wird es auch schnell chaotisch in diesen Bibliotheken. Muss man also wirklich ein bisschen Struktur aufbauen. Da ist also meine Bibliothek. Und ich fange jetzt mal an mit diesem Moodboard. Mit dem, ja, wie fange ich also in Photoshop mit so einem Moodboard an? Ich fange mal mit einer neuen Datei an. Ich nehme mal hier fürs Web, hatte glaube ich hier fürs Web groß genommen, 1920x1080, recht bildschirmtauglich. Das kann man erstmal so lassen, mit Zeichenflächen lasse ich mal. Und jetzt hätte ich gern diese gesamte Fläche in ein Raster unterteilt. Hier gibt es auch Moodboard-Templates, aber ich kann mir natürlich ein eigenes Raster anlegen. Das mache ich hier unter Ansicht Hilfslinien, neues Hilfslinien-Layout. So, da gehe ich mal drauf und jetzt kann ich mir diese ganze Fläche erstmal unterteilen in Spalten und Zeilen. Da glaube ich 8 Zeilen und 9 Spalten. Also je mehr Spalten ich habe, umso flexibler bin ich natürlich. Und je mehr Zeilen ich habe, je kleinteiliger das ist, umso flexibler bin ich. Umso mehr kann ich da gestalten, habe also mehr Rasterstellen, wo ich Bilder andocken kann. Die Hauptsache ist, es gibt immer mal gerade durchgängige Linien, dass es also immer mal bündig ist und so gedachte Achsen auch immer mal entstehen. Nicht komplett, aber ab und zu mal ist es ganz gut, wenn man so eine Achse durchgeht, aber es muss nicht immer sein. Beim Spaltenabstand, da können wir das eigentlich so machen wie in InDesign, da habe ich nämlich immer eine Schriftgröße genommen, sowas wie 11 Punkt oder so oder 12 Punkt, je nachdem, was ich dann vorhabe, für eine Schriftgröße zu benutzen. Ich nehme mal 11 Punkt als Abstand und hier auch 11 Punkt als Abstand. So, der ist dann relativ schmal. Dann sage ich okay und dann habe ich hier mein Raster erstmal. Jetzt geht es also los. Jetzt möchte ich im Grunde genommen diese Flächen unterteilen und das soll erstmal so aussehen wie diese hier und danach will ich erst die Bilder sozusagen hier reinziehen. Gut, und da nehme ich jetzt das Rechteckwerkzeug, guck, was für eine Flächenfarbe ich nehme, also irgend so ein neutrales Grau, Grün, Orange, keine Ahnung. Kontur ohne. So, und hier oben steht auf Form, sodass ich also lauter Formebenen hier bekomme. Und diese Formebenen kann ich dann benutzen als Schnittmaske. Ich mache es vielleicht erstmal mit einem vor. Also erstmal ziehe ich das hier auf. Das dockt auch ganz gut an meinen Hilfslinien. Da. Dann habe ich das natürlich hier in der Ebene. Und dann kann ich praktisch hier ein Bild nehmen aus meiner Bibliothek, hier reinziehen. Oben drauf legen, also ich muss das hier reinziehen, okay, zieh es mal dann hier drüber und mach es jetzt zur Schnittmaske, das heißt mit gedrückter Alt-Taste drauf, dann mit Steuerung T kann ich es transformieren, also über Bearbeiten transformieren. Jetzt kann ich es hier ein bisschen kleiner machen und an die richtige Stelle schieben, das ist dann so eben ausgeschnitten an der Stelle. Wenn es mir vom Format her nicht gefällt, dann gehe ich hier auf die Formebene, sage dort auch nochmal Steuerung T und skaliere meinetwegen das noch ein bisschen in die Länge. Ich muss allerdings gucken, dass ich dann die Kette zwischen Breite und Höhe rausnehme. Ich will das jetzt gerne hier so ein bisschen länger ziehen. Und ich habe mir jetzt immer zwei getrennte Elemente, also einmal diese Form, mit der ich hier arbeite, das ist eben auf der Formebene, die kann ich mit dem schwarzen Pfeil anwählen, Formwerkzeug, schwarze Pfeil. Fahrtauswahlwerkzeug. Und ich habe die Bildebene, eins drüber, die jetzt hier sozusagen der Ebene untergeordnet ist, wie eine Schnittmaske. Also entweder ich nehme die Alt-Taste, klicke hier dazwischen, dann wird sie eben so untergeordnet, dieser Formebene, oder ich nehme die rechte Maustaste und sage Schnittmaske erstellen, beziehungsweise Schnittmaske zurückwandeln, hier haben wir es, oder eben Schnittmaske erstellen, wo ist es denn da unten? Das gleiche, wie mit der Alt-Taste hier dazwischen zu gehen. Naja, und dann kann ich das Bild anwählen, Steuerung T. Also Steuerung T bedeutet bearbeiten, transformieren. Also hier bearbeiten, transformieren, frei transformieren. Apfel oder Steuerung T. Und dann kommt der Transformationsrahmen dran und ich kann das hier verschieben, skalieren. Also so wäre dann das Prozedere. Nur, dass ich das natürlich jetzt mit sehr vielen Rahmen mache.
und sehr viele Formen dann hier habe. Und letzten Endes natürlich dann auch sehr viele Ebenen. Das ist halt der Nachteil, wenn man ein Moodboard in Photoshop macht. Also ich mache nochmal ein, zwei Formen weiter, dann werde ich das überspringen. Also hier zum Beispiel. Manchmal macht es sich schlecht, wenn ich jetzt hier eine neue Form aufziehen will, dann will er immer auf die alte springen. Dann gehe ich also lieber von rechts ran und ziehe sozusagen hier an die Hilfslinien dran, dann komme ich da besser ran. Und es entsteht jedes Mal eine neue Ebene, soll auch. Und ich muss die Ebene natürlich dann oben drauf legen. Hier natürlich nicht zur Schnittmaske machen, muss man immer die Ebenenstruktur wieder ein bisschen aufpassen, dass man die einhält. Jetzt habe ich also dort ein Rechteck. Ich kann auch mit STRG J das duplizieren. STRG oder Apfel J, mache ich eine Kopie. Kann dann mit dem Verschieben-Werkzeug die einzelnen kopierten Ebenen ziehen. Nach unten. Das habe ich ja kopiert, ne? Also einmal kopiert und dann hier ausrichten, die intelligenten Hilfslinien beachten. So, das habe ich jetzt ganz runtergezogen. Ich habe jetzt übrigens gerade hier dieses Häkchen drin automatisch auswählen. Ich wollte gar nicht die oberste auswählen, das hat er jetzt aber automatisch gemacht. Also ich wollte eigentlich selber meine Ebenen auswählen. Da muss der Haken da oben raus. Also manchmal setze ich ihn rein, wenn ich direkt nur draufklicken will und er soll zu der Ebene gleich hinspringen. Setze ich ihn rein, dann springt er jetzt sofort zu dieser Ebene. Aber das will ich ja nicht immer. Vielleicht will ich ja auch zum Beispiel diese Ebene anwählen. Da muss der Haken draußen sein. Ja, und jetzt wollte ich das anwählen, ohne dass das hier automatisch hinspringt. Also muss der Haken draußen sein. So, jetzt habe ich das. Wollte ich ganz nach unten. Dann nehme ich jetzt das als vorletztes. Haken ist jetzt draußen, dann kann ich das besser verschieben. Ich kann die auch noch ausrichten. Ich kann die auch erstmal grob verteilen hier. Ganz grob verteilen, so, und wähle die mal alle an mit gedrückter Shift-Taste und richte die jetzt hier aus. Aber wenn ich ausrichten möchte, müssen sie alle angewählt sein und ich muss hier oben auf dem Verschieben-Werkzeug mich befinden, sonst ist das nämlich hier gar nicht vorhanden. Ja? Also alle anwählen, Verschieben-Werkzeug aktivieren und dann kann ich die hier ausrichten. Erstmal mittig und ich kann sie auch gleichmäßig verteilen. Hier, dann habe ich sie gleichmäßig. So habe ich sie auf Reihe gebracht und gleichmäßig verteilt. Gut, dann gehe ich wieder zum Formwerkzeug und erzeuge mir halt weitere Rähmchen, größere oder kleinere, je nachdem, wie ich das möchte, für mein Moodboard. Vielleicht mal ein bisschen was Größeres auch, vielleicht auch mal querformatig, hochformatig. Also das kann man dann hier so befüllen, sein Raster, wie man das gerne hätte. Er dockt da ganz gut an den Hilfslinien. So sieht das jetzt aus. Ein bisschen Platz gelassen. Hier sollen ein paar Brushes noch hin. Hier will ich noch Schrift hinsetzen, so ein bisschen. Deshalb ist hier ein bisschen. Und jetzt kann ich also anfangen, erstmal natürlich zu überlegen, möchte ich noch was sortieren. Ich hatte auch noch Farben reingepackt. Ja, wo möchte ich Muster reinsetzen? Wo möchte ich Bilder reinsetzen? Ich habe auch ein paar Muster dabei. Jetzt werde ich also erstmal die Bilder reinsetzen als nächstes. Das heißt, ich hole mir Bilder aus der Bibliothek und gucke eben, was hier ganz gut zusammenpasst. Das heißt, ich nehme so ein Bild, wie ich ja eben schon gezeigt habe, ziehe es rein und mache es zur Schnittmaske. Naja, und da muss man natürlich überlegen, was passt am besten zusammen. Ziehe also das Bild rein. Skaliere ein bisschen. Beim Skalieren hier oben auf die Kette zwischen Breite und Höhe achten, dann kann ich einfach über das B gehen und einfach hier das Bild so ein bisschen, da skaliert sich das eigentlich immer am besten, als wenn ich hier am Rahmen rumzuppel. Ja, also ich, Kette ist drin und ich gehe einfach hier drauf aufs B und dann geht das andere mit, die Höhe geht dann mit. Bestätigen nicht vergessen und dann zur Schnittmaske machen für die Form, die ich natürlich dann erstmal rausfinden muss. Das heißt, ich muss jetzt wirklich gucken, welche Form liegt denn ungefähr an dieser Stelle, zweite Position hier. Die ist ein bisschen größer, könnte die sein hier. Ja, ist die, ne? Das heißt, ich muss das Bild hier schnappen und dann da oben raufziehen und dann mit gedrückter Alt-Taste zur Schnittmaske machen. Und dann kann ich wieder am Bild schieben. Oh, das mache ich jetzt erstmal mit allen Bildern. Bild reinziehen. Jetzt mal gucken, ich habe jetzt hier so ein Hochformat. Dann skalieren, beziehungsweise erstmal bestätigen vielleicht. Dann gucken, welche Form wollte ich mit dem Bild füllen. Welche war das jetzt hier? Also zum Beispiel diese hier. Das heißt, ich muss mein Bild genau über diese Formebene legen und dann mit Alt zur Schnittmaske machen. Da muss ich natürlich nochmal sagen, STRG T, Bild wieder ein bisschen verkleinern, verschieben, schönen Ausschnitt suchen und bestätigen. So, naja, und dann kann man natürlich hier ein bisschen spielen mit verschiedenen Bildern. Also muss ich hier immer ein bisschen zurechtfinden. Und deshalb macht es vielleicht auch irgendwann Sinn, sich hier Gruppen draus zu machen, das in Gruppen zu stecken. Gut, jetzt habe ich hier also Bilder ein bisschen angeordnet. Habe jetzt hier noch so eine Reihe. Da möchte ich gerne noch ein paar Muster reinsetzen.
Und zwar habe ich hier einige Muster erstellt mit Illustrator. Die stecken jetzt hier in einem Ordner drin, genau in der Bibliothek. Die sind jetzt hier als Bilder, beziehungsweise SVG geht auch. Also SVG kann ich auch nehmen. Zieh die also hier rein, pack sie über diese Fläche, skaliere, bestätige und mach sie wieder zur Schnittmaske. Also eigentlich das gleiche wie bei den Bildern. Muster reinziehen, rüberlegen über die Fläche. Welches nehme ich? Oh, nehmen wir das. Rüber über die Fläche. Muss ich gucken, welche war das jetzt hier? Die eine ist jetzt hier rosa. Macht aber nichts. Dann zur Schnittmaske machen mit der Alt. Dann das Muster noch anwählen. Steuerung T transformieren und dann eben bestätigen. Wenn ich SVG-Dateien nehme, kann ich endlos skalieren. Wenn ich natürlich aus den Mustern PNGs oder JPEGs gemacht habe, kann ich nicht endlos skalieren. Dann werden sie natürlich irgendwann pixelig. Ne? Also die Muster können jetzt hier auch noch drauf. Oder Strukturen oder ähnliche Oberflächen, die so ein bisschen wie Muster anmuten, hatte ich da auch. Also sowas mutet ja eigentlich auch fast wie ein Muster an oder sowas, so eine Holzwand. Habe ich also teilweise auch benutzt und dann hier draufgelegt. Die sind natürlich dann so eine Muster sehr ähnlich. Muss ich natürlich jetzt wieder suchen. Also du sollst hier rüber und dann zur Schnittmaske mit Alt und dann nochmal skalieren, Steuerung T. Dann mache ich das hier oben über Breite und Höhe. So. Und die habe ich dann eben alle angewählt und in eine Gruppe reingesteckt. Dann die Farben hier noch. Genau. Also wie ich zu den Mustern gekommen bin, kommt noch in einem anderen Tutorial, beziehungsweise gibt es ja schon ein Tutorial über Muster. Das verlinke ich da nach oben. Also wie man mit Illustrator so Muster erstellt und auch exportiert. Die Farben, das sind jetzt in dem Fall hier Kreise. Eigentlich nicht anders entstanden als die Vierecke. Allerdings eben hier mit dem Ellipse-Werkzeug. Kreisrund mit gedrückter Shift, kreisrund. Die Kontur möglichst hierüber erstellen, weil hier habe ich die Möglichkeit, in Punkt die Kontur einzugeben. Ich hatte ja 11 Punkt, also wenn ich jetzt hier eine weiße Kontur nehme und jetzt hier 11 Punkt eintrage, 11 PT, dann rechnet er das in Pixel um, beziehungsweise gibt mir ganz brav diese 11 Punkt. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, die Kontur über einen Effekt draufzulegen, aber da hat man nicht die Möglichkeit, Punkt einzugeben. Ist wirklich verrückt, geht leider nicht. Also wenn ich jetzt hier einen Doppelklick mache auf die Ebene und sage, ich hätte hier die Kontur über den Effekt eingestellt, was ja auch ginge, habe ich hier wirklich nur Pixel. Egal, welche Einheit ich habe, ich habe hier immer Pixel. Kriegt das also nicht in Punkt und er rechnet auch nicht um. Insofern ist das also Kontur über einen Effekt nicht ganz so gut, was das Umrechnen angeht. Deshalb habe ich lieber Form direkt genommen und hier die Kontur draufgelegt und dann eben hier gesagt 11 Punkt. Naja, und dann kann ich die kopieren. Eigentlich auch erstmal mit Steuerung J ein Duplikat machen. Steuerung J, ein paar Duplikate machen, die dann alle anwählen. Das oberste und das unterste auseinanderschieben. Ich nehme mal eins von den beiden und schiebe das jetzt hier nach unten. So. Dann wähle ich sie alle an und sage dann ausrichten. Muss natürlich gucken, dass ich dann wieder auf dem Verschieben-Werkzeug bin. Alle Ebenen sind angewählt. Ich kann sie jetzt erstmal mittig ausrichten und ich kann sie gleichmäßig verteilen. Die Farben dann geben, das kann ich dann hier über meine Bibliothek. Da habe ich ja so mir die Farben auch da abgespeichert. Das heißt, wenn ich die anwähle und ich klicke in der Bibliothek direkt auf die Farbe drauf, dann wird die auch direkt zugewiesen. Felder in Illustrator kann ich sie hinzufügen, hier mit der rechten Maustaste, Design zu Farbfeldern hinzufügen, Farbe zu Farbfeldern hinzufügen, Design zu Farbfeldern hinzufügen. In Photoshop leider nicht da. Aber in Photoshop kann ich die Farbe halt auswählen. Das heißt, ich kann hier meine Ebene anwählen mit der Form und dann auf die Farbe wirklich einfach draufklicken. Also hier zum Beispiel, ne, nehmt die da oder die da. Nächste Ebene. Ja, okay. Das letzte wären eigentlich nur noch die Schriften. Die habe ich dann einfach oben drauf gesetzt. Mit dem Textwerkzeug. Bisschen sortiert eben nach verschiedenen Themen. Die Brushes, die habe ich mit Photoshop erzeugt, in einer extra Datei aufgezogen und als PNG exportiert und dann als Bild auch in die Bibliothek reingeladen. Und die Typografie noch dazu. Es gibt ein paar Templates von Moodboards mit Photoshop, aber das ist eigentlich auch nichts weiter, außer dass es eben Flächen sind, die man dann mit Bildern befüllen kann.